Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Gespräches mit dem Nachrichtenagenturfotografen Kai Pfaffenbach. Kai arbeitet für die Nachrichtenagentur Reuters und er erzählt mir in diesem Teil von seinen bekanntesten Fotos. Mit dem einen, Usain Bolt, hat er auch einen World Press Preis gewonnen. Mit dem anderen, dem Golden Goal bei der Fußball-WM durch Mario Götze, hat er das Foto des Spiels geschossen, was eigentlich jeder schon gesehen hat. Er erzählt ein bisschen von Olympischen Spielen, von der Fußball-WM, von seiner Begegnung mit Paul Ripke. Und ja, viel Spaß beim zweiten Teil meines Gesprächs mit Kai Pfaffenbach. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Film, Fotografie und Business bei iTunes und auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Gero Breleur, ich bin Fotograf und Filmer aus Berlin. Und für diese Folge bedanke ich mich sehr herzlich beim Landgasthof Wagner. Der Landgasthof Wagner liegt an der A9, in der Nähe der A9 zwischen Ingolstadt und Nürnberg. Und das Team dort, sehr, sehr freundlich, hat mir für das Gespräch mit Kai Pfaffenbach einen Raum zur Verfügung gestellt. Ein ganz, ganz wunderschöner Gasthof, herrlich gelegen mit einer tollen Küche und sehr schönen Zimmern. Also eine echte Empfehlung von mir. Vielen Dank an das Team dort und jetzt viel Spaß bei meinem Gespräch mit Kai Pfaffenbach. Kai Pfaffenbach, mein zweites Kapitel habe ich überschrieben mit Kai Pfaffenbach, Bilder, die jeder kennt. Du hast ja das ein oder andere Bild, wir sind ja auch schon drauf gekommen, die ich natürlich irgendwie mal sehe, selbst obwohl ich jetzt nicht mehr in der Agenturszene unterwegs bin, wenn man die Zeitungen aufschlägt. Das ist ja eigentlich, denke ich mal, auch das Schöne an unserem, an deinem Job, dass ja. Man sozusagen dann auch die Bestätigung dann mit einem Abdruck bekommt. Absolut. Ja. Also ich find's immer schön, wenn es noch ein Bild auf Papier gibt. Ja, klar, online strecken, aber das ist dann auch wieder durchgeklickt eine Stunde später. Aber so eine Doppelseite im Stern, das Heft hebst du dir auch nach wie vor noch auf. Ja, ich meine, das ist jetzt in 20 Jahren, kommt da ein bisschen was zusammen, aber ich habe auch bestimmt nicht mehr die ersten. Aber was ich zum Beispiel habe oder nach wie vor noch habe, ist damals, ich glaube 98, 99, dieses schlimme Erdbeben in der Türkei. Da hatte ich das war mein erster größerer internationaler Reuters-Einsatz in so einem Krisengebiet. Und da hatte ich einen Titel auf dem Time Magazine. Und das Time Magazine, das habe ich mir aufgehoben. Also das machst du nicht jeden Tag oder jede Woche. Ja. Und das, ja, natürlich kommt es, steht und fällt mit den Events, bei denen du fotografieren kannst oder darfst. Ja, manchmal musst du einfach das Glück haben, dass du halt gerade an diesem Ort bist oder bei dem Event vielleicht dieses oder jenes ausprobierst. Und ich glaube, so die Mischung aus dem handwerklichen Sachen richtig machen und dann im richtigen Moment auch ein bisschen Glück zu haben. Ich glaube, das ist das, was so Bilder ausmacht, die dann die Leute bewegen. Also ich sage ja immer, ein gutes journalistisches Foto ist, wenn du entweder eine Emotion einfängst und die Leute dann eben genau wissen, was da gerade passiert, oder das Bild beim Betrachter eine Emotion hervorruft. Ob das dann Abscheu ist, Schrecken, Angst oder einfach nur Freude oder jemanden zum Lachen bringt, ich glaube, dann ist es ein gelungenes journalistisches Foto. Ich bin nicht der Mensch, der sagt gut oder schlecht. Ich sage eher, gefällt mir oder gefällt mir nicht, weil ich denke, dass es unfair wäre, Kolleginnen oder Kollegen dahingehend zu kritisieren, dass ich sage, das ist ein schlechtes Foto. Und ich weiß aber gar nicht, unter welchen Umständen das entstanden ist. Und deshalb wäre das nicht redlich. Also ich kann nach wie vor sagen, es gefällt mir nicht oder es gefällt mir, das ist in Ordnung. Aber ich würde mich nicht dazu hinreißen lassen und sagen, es ist pauschal schlecht. Ich denke, das gehört sich nicht. Also ist meine Meinung. Ist ja in der Fotografie auch, oder in der auch in der Kunst dann ja auch sehr schwierig, sehr subjektiv. Ne? Absolut. Ja. Meine, es gibt Sachen, die gefallen oder die sind gefällig und andere eben nicht. Ja. Ja. Welches ist denn das, gibt es so ein Bild, was du sagst, das ist das wichtigste Bild deiner Karriere bisher gewesen? Die ist ja noch ganz frisch, die ist ja noch im Werden begriffen, ja. Die ist noch im Werden begriffen. Nach 20 Jahren, obwohl man nach 20 Jahren noch nichts hingekriegt, was damit zu wissen. Das ist aus dem eigentlich geworden. Genau. Eine ganz große Zukunft. Nichts hat er hingekriegt.
Also für mich persönlich das wichtigste Bild war, ist natürlich ein privates Foto, ist, Wiebke und ich sind spät Eltern geworden und ich glaube, das erste Foto, das ich von unserer Tochter Käthe im Krankenhaus gemacht habe, da habe ich ihr so eine kleine leichte Leica umgehängt und habe das dann fotografiert mit dem Mobiltelefon. Das war dann auch in Social Media und das war natürlich eine Like-Bomb quasi so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Aber natürlich ist das Usain-Foto aus Rio, für das es eben den World Press und noch ein paar andere Fotopreise gab, das ist natürlich das Bild, mit dem die meisten Leute global auch Kai Pfaffenbach jetzt identifizieren. Ein ähnlich wichtiges Bild war das WM-Tor von Mario Götze. Da gab es auch etliche Fotopreise für. Das Bild von der Demonstrantin, die da auf den Tisch hüpft. Oder letztes Jahr eine Geschichte, die mich persönlich sehr emotional bewegt hat, als diese Gerölllawine auf der Schwäbischen Alb durch dieses Dorf ist, wo ich mehr oder weniger spontan und eigeninitiativ morgens hingefahren bin. Das sind zwar nur 200 Kilometer, aber ich habe 3,5 Stunden gebraucht, mich da hinzukämpfen und bin dann da durch diesen Ort und habe das durchfotografiert. Sowas hatte ich in Deutschland nicht gesehen. Das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass sowas bei uns passiert. Und was mich so fasziniert hat, war der Umgang der Leute mit dieser Problematik, wie die damit umgegangen sind. Da ist mir ein Foto gelungen, wie ein Mann völlig in sich versunken, ein kräftiger, stattlicher Mannskerl auf dem Vordach vom Haus seiner Mutter sitzt und diese ganze Körpersprache und dieses Chaos, das da vor dem Bild war, ist auch ein Foto, das um die Welt gegangen ist zu dieser Thematik. Und ich habe dann aber, als ich das Bild gemacht habe, habe ich gesagt, ich gehe erstmal zu dem Mann hin und spreche den an, ob das für ihn okay ist. Also weniger, dass das jetzt mit Recht am eigenen Bild, das war in dem Fall hinfällig, das war ein geschichtliches Dokument, keine Frage. Aber irgendwie hat mir diese ganze Szenerie, ich hatte also so viel Respekt, musste der Situation jetzt gegenüberbringen, dass du mit ihm sprichst. Und das war ein extrem tiefgründiges Gespräch. Und er hat dann gesagt, das ist natürlich überhaupt kein Problem. Er hat relativ schnell realisiert, dass manchmal ganz wichtig ist, dass bei Katastrophen Öffentlichkeit hergestellt wird. Weil die Leute dann auch ganz anders darauf reagieren und viel mehr passiert und eher Hilfe kommt. Die Politiker kommen unter Druck, Versicherungen ja, müssen sich bewegen und die wollen sich dann nicht die Blöße geben, dass man sagt, guck mal, die lassen die armen Menschen da im Stich, die nun überhaupt nichts für die Katastrophe konnten, aber darunter leiden mussten. Und dann bin ich dieses Jahr genau zum Jahrestag wieder dahin gefahren und habe lustigerweise, und ich hatte den Leuten das versprochen, dass ich wiederkomme, ich will wissen, was passiert. Und bin dann hingefahren und habe etliche von den Menschen wieder getroffen, die sich unglaublich darüber gefreut haben, dass ich Wort gehalten habe und hingekommen bin. Und dann habe ich so eine Überblendfotogeschichte gemacht. Fragen, ja, so. mit den quasi die Szenerie versucht so wiederzugeben. Und das ist ganz erschreckend, weil da gibt es etliche Bilder, wo dann einfach Häuser, die vorher quasi so von einem Trümmerhaufen umgeben oder begraben waren, die existieren nicht mehr. Da ist jetzt eine Lücke. Aber das ganze Dorf ist ansonsten trotzdem in guter Stimmung. Und die haben das angepackt und haben gesagt, okay, das war jetzt ein Schicksalsschlag. Das Wichtigste ist, es ist niemand ernsthaft verletzt worden oder gar zu Tode gekommen. Und da bauen wir jetzt drauf auf und wir machen das wieder fein. Und das gelingt denen auch. Und das finde ich ganz, ganz beeindruckend. Hm. Stark, dass es auch in Deutschland so ist, weil ich erlebe es halt, ich habe es bei, sagen wir mal, fürs Deutsche Rote Kreuz auf den Philippinen und da habe ich halt so, da ist die Mentalität halt eine ganz andere. Da ist zum zigsten Mal der Taifun über die Dörfer und dann sind die in einer stoischen Ruhe, sind schon wieder am Aufbauen, wo ich dachte, wie kann man das schaffen? Aber dass das so jetzt in Deutschland auch so eine Stimmung sein kann, finde ich interessant. Eine Szene, ein junger Wirt, der da ganz schick mit so einer neuen Dry-Age-Ecke und so die Metzgerei und das Restaurant von den Schwiegereltern mit seiner Frau aufgepeppt hatte, der stand da mitten in den Ruinen seiner Existenz, so sah das da erst aus. Gummistiefel an, und haben die schon mal angefangen, mit Eimern den Schlamm, der im Keller bis unter die Decke stand, rauszuschöpfen. Und er hatte, als ich jetzt da war, 4 Wochen vorher wieder aufgemacht und die sind bester Laune, sind zwischendrin noch Eltern geworden und haben das alles geschafft. Und das ist auch ganz beeindruckend, wenn man dann selber manchmal denkt, oh, ich habe heute Stress oder jetzt muss ich noch dahin fahren, so viel zu tun. Ach, alles halb so wild. Es gibt immer Dinge, die eigentlich viel, viel schwerer zu bewältigen sind und es gibt immer wieder Leute, die es schaffen. Ich glaube, da muss man generell, also auch so eine gesellschaftliche Geschichte, manchmal einfach alles ein bisschen relativieren. Ja. Genau, über die Bilder, die du jetzt erwähnest in Rio, da sprechen wir nochmal. Ich wollte so ein Rio-Special noch machen. Mhm. Weil ich glaube, in der Stadt hast du ja schon einiges fotografiert. Einiges erlebt, einiges fotografiert, das stimmt.
Genau, ich wollte dich fragen, welches Bild wir von dir denn nicht kennen, weil mal zufällig was schiefgelaufen ist. Gibt es da irgendeins, was es nicht gab? Du meinst, dass ich eins verpasst habe? Ja, oder, ja, genau, dass du sagst, so scheiße, da hätte ich das gehabt, dann wäre es geil gewesen. Das hört sich natürlich jetzt blöd an. Irgendwas ist immer rausgekommen. Wie so ein eigener Schulterklopfer, aber ich habe es jetzt noch nicht versemmelt. Das hat ein ehemaliger Reuters. Manchmal liegt es ja nicht an einem selbst. Ne? Also ja, ich habe schon Bilder gehabt und ich konnte nicht funken, weil White House Press hatte ein Netzwerk ja. Und Icke. Ja, du stehst da und ja. Hatte ich noch nicht. Bis jetzt immer Glück. Nee, also es hat ein ehemaliger Reuters globaler Cheffotograf hat mal gesagt, naja, es gibt in dem Geschäft Hit- und Miss-Photographer. Das heißt, die treffen mal und dann verpassen sie auch mal was. Und meinte, apparently Kai never misses. Also ich würde das jetzt so nicht sehen, weil das ist ja dann schon ziemlich, also so nie ist immer so schwierig. Ne? Aber bis jetzt, toi toi toi, hatte ich immer Glück, dass ich rechtzeitig wach war. Ja? Mir fällt tatsächlich kein Bild ein, wo ich sage, oh Mist, da war ich zu spät oder das habe ich versemmelt oder ich habe es nicht gesehen. Bis jetzt ist das immer alles gut gegangen. Hoffentlich bleibt das noch eine Weile so, dass mit der Karriere was wird. Ja, aber Glück ist schon manchmal, oder dass man also so von außen betrachtet, wir sehen uns jetzt ja auch nur ab und zu oder haben uns auch nur ab und zu gesehen zu einer aktiven Zeit, aber so manchmal hatte man halt das Gefühl so, okay, ich hatte das nochmal nachgeguckt, weil das ist mir so als Erinnerung geblieben. Du bist am 10. März 2004, weißt du, was du da gemacht hast? Oh, nee. Da warst du in Madrid, soweit ich das nachverfolgen konnte. Das stimmt. Gegen Real Madrid Champions League-Finale. Ja. Viertelfinale, glaube ich. Ach so, und die Bomben sind hochgegangen. Ich dachte, das war 2005. Später, ne? Ich weiß nicht, war das in 2005? Dann habe ich vielleicht falsch nachgeguckt. Genau, ja. Auf jeden Fall, Kai Pfaffenbach ist da und dann am nächsten Tag nehmen wir dann auch noch einen Anschlag damit. Das war ja auch so einer der ersten. Also es ja, war ja so, als der da war noch nicht wirklich so, große, dass genau. Man nach dem Motto, ja. Es waren 191 Tote, immerhin habe ich nachgeguckt. Und, hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst. Das Besondere an der Geschichte war, da an dem draufenden Wochenende waren Kommunalwahlen in Spanien. Und bei uns in der Firma hat man gedacht, naja, das war irgend so ein ETA, die haben Mülleimer in die Luft gejagt. Und ich habe dann quasi mich so ein bisschen gegen die Anweisung vom Chef drüber weggesetzt und bin da geblieben. Bin nicht mit dem Medienbus der Bayern an den Flughafen zurück, sondern bin auf eigene Faust los. Und eine Kollegin hatte noch einen Platz mit einer relativ guten Sicht und ich bin dann auf dem Hochhaus gelandet. Eine Kollegin von Reuters? Von Reuters, ja. Die musste dann aber da aus dieser Wohnung raus. Und ich bin auf dem Hochhaus gelandet und konnte diese ganze Szenerie überblicken und hatte natürlich das Equipment mit dem ich sonst Fußball fotografiere, also sprich extrem lange Telebrennweiten und hatte also durch Zufall mit Rollkoffer genau, oder wie auch immer und habe das dann so ein bisschen umgepackt. Das ist ja nicht das, was man so packen würde, wenn man zu so einem Event muss. Aber ich hatte es ja nun nicht anders. Und was Zufall war, ich hatte ein Satellitentelefon in dem Kasten drin, weil ich das vergessen hatte rauszutun, wie auch immer von einem anderen Event. Und das war die einzige Möglichkeit, Bilder zu funken, weil das Netz komplett runter war. Und dann in diesem Hochhaus, der Hausmeister war ein ganz netter Kerl, der hat mir dann 50 Meter Kabel gelegt und dann habe ich, glaube ich, 10 Stunden auf diesem Hochhausdach gestanden. Ach, du warst auf dem Dach? Gefunden. Ich dachte, du wärst auf dem Balkon. Ich war auf dem Dach von einem Hochhaus und bin dann später noch so ein bisschen rumgelaufen. Also ich bin ja dann auch noch ein paar Tage da geblieben. Ist natürlich sowas, ist natürlich eine furchtbare Geschichte, weil du siehst dann auch manchmal Dinge durch dieses Teleobjektiv. Ja, deine Position war ja die war wirklich gut. Also es gab, wie gesagt, zwei, aber die Kollegen mussten aus der Wohnung, die noch besser war, so 50 Meter weiter links, ein bisschen flacher, näher an den Bahngleisen ran, die mussten dann irgendwann da raus. Und mich hat da oben niemand behelligt. Also ich konnte da und war da alleine. Ich konnte also quasi ungestört arbeiten und meine Sachen weiterfunken. Und der Mann in dem Haus, der war unglaublich nett, das werde ich nie vergessen, der hat mir dann zwischendurch was zu trinken gebracht und zu essen. Und das ist ganz interessant, was einem da manchmal widerfährt. Also es ist nicht so, dass du immer, oh, der böse Paparazzi oder geht weg, mach keine Bilder, sondern manche Leute verstehen auch, dass man da einer ernsthaften Tätigkeit nachgeht und es nicht um irgendeinen Voyeurismus geht, der da befriedigt werden soll. Es gab da auch Fotos, die es nie ans Licht der Öffentlichkeit geschafft haben, weil die einfach so
extrem waren. Also die waren so die brutal. Die hast du aber gar nicht gefunkt. Dann, nein, also das sind auch Sachen, die manchmal drückst du noch gar nicht drauf. Ja. Also du siehst das ja dann eben durch den Sucher, dann sagst du, nein, das geht nicht. Das will niemand sehen und das muss so auch niemand sehen. Hast du das, also die Situation hat man ja als Pressefotograf inzwischen immer häufiger, dass man halt beschimpft wird und beleidigt wird. Wie ist da dann dein Vorgehen? Also es kommt immer darauf an, wie die Leute auf einen zugehen. Wenn jemand so grundsätzlich aggressiv ist, dann versuche ich, dem aus dem Weg zu gehen. Es gibt auch Leute, die werden gleich körperlich. Das ist jetzt bei mir nicht so das größte Problem, weil ich falle nicht so leicht um und ich mache dann auch relativ schnell klar, Finger weg, sonst setze ich meine auch ein. Und bei anderen Leuten, wo du merkst, eine Diskussion könnte vielleicht ganz fruchtbar sein, da lasse ich mich tatsächlich auch auf eine solche ein und versuche, die davon zu überzeugen, dass ich eigentlich versuche, was Nachhaltiges zu machen und versuche, Informationen in die Welt zu bringen. Das klappt dann auch manchmal, aber man muss sagen, das ist die letzten 5, 6 Jahre viel, viel schlimmer und schwieriger geworden. Also diese Vorurteile, die da generell den Medien entgegenschlagen, das ist ja gar nicht nur für uns Fotografen schlimm, sondern das ist ja für die Fernsehkollegen oder für Textjournalisten, Radiokollegen, das ist ja für uns alle mittlerweile viel, viel schwieriger, als es jemals war. Ich glaube, das funktioniert auch nur, und das schafft man dann auch nur, wenn man eben weiter faktenfest bleibt und deutlich macht, warum guter Journalismus nach wie vor wichtig ist und in welcher Form, ob das dann ein Foto ist, ein Fernsehbeitrag oder ein gesprochener Text oder ein geschriebener Text, das spielt dann gar keine Rolle. Aber das ist wichtig, dass Journalismus da auch Stellung bezieht und eine klare Kante zeigt. Du hattest vorhin schon mal von Kriegsgebieten gesprochen, du hattest auch schon erzählt, du warst in einigen Kriegseinsätzen gewesen. Warum? Also weil du kommst ja aus dem Sport, muss man dann dahin? Ich habe ja für Reuters von Anfang an eigentlich alles fotografiert, was die Agentur so brauchte. Sport ist so persönlich natürlich so mein Lieblingsspielfeld. Ich sage auch immer so ein bisschen die Königsdisziplin, weil du immer nur eine Chance hast. Also es gibt keine zweite. Der Ball ist drin oder der Boxer fällt um und ja, das war's dann. 2003, als ich mit den Amerikanern in einem Embedment von Kuwait nach Bagdad bin, das war tatsächlich die Motivation, war die, ich wollte sehen, was da los ist. Ich wollte selber mit eigenen Augen sehen, was denn da passiert. Ja, und so hat sich das dann so ein bisschen durchgezogen. Dann gab es andere Einsätze in Israel, am Israel-Libanon-Konflikt 2006 war so, dass einer der besten Kriegsfotografen der Welt und ein guter Freund von mir von Reuters, der Goran Tomasevic, der war vor Ort. Und seine Tochter hatte sich das Bein gebrochen und lag in Belgrad im Krankenhaus und schrie nach Papa und weinte. Und er sagte, Jungs, ich muss hier weg, ich muss nach Hause zu meinem kleinen Kind und findet mir einen Ersatzmann. Das war 2 Tage nach dem WM-Finale in Berlin. Mhm. Ja, und viele der Kollegen, auch der renommierten Reuters-Kriegsfotografen, haben gesagt, wir können nicht, wir haben jetzt Fußball-WM gemacht, wir sind einfach kaputt, wir sind ausgelutscht. Und ich habe zwar keine Lust und ich bin auch K.O., aber ich mache das für Goran, das ist mein Freund. Und bin dann da 3 Wochen hin und habe den Konflikt auf der israelischen Seite dokumentiert. Und viel hat man ja nur dann so aus Beirut gesehen. Gab es ja damals auch dieses bekannte Bild von Spencer Platt, das World Press-Foto, wo die das da mit dem Mini durch die Gegend fahren. Genau. Aber das Interessante war natürlich, was da oben in Nordisrael passiert ist, wo in Kiryat Shmona, ein 30.000 Einwohnerdorf, 27.000 Leute geflohen waren. Und die anderen 3.000 konnten sich entweder keine Hotels weiter im Süden leisten oder hatten keine Angehörigen. Und die mussten dann da in Bunkern vor sich hin leben. Das habe ich dann nur gedacht, naja, wenn man überlegt, heutzutage bei uns so Sicherheit und all diese Stichworte, die es da immer gibt, ja, es geht alles immer noch schlimmer. Das ist tatsächlich so. Ja. Und mein Antrieb, in diese Krisengebiete oder Kriegsgebiete zu gehen, war also immer der, dass ich mit eigenen Augen mir ein Bild von der Situation vor Ort machen wollte. Waren das alles, also Embed heißt ja, du bist mit den Amerikanern praktisch dann mit einer Truppe. Ja, also bei dieser Geschichte. Gewesen dann für die Zeit? Es waren fast 5 Wochen und ich hatte einen Textkollegen dabei, hervorragender Journalist, der Luke Baker, und wir sind dann quasi in den Units auch so ein bisschen gesprungen. Ach so. Also wir sind nicht mit unserer ursprünglichen Einheit bis dahin, die haben wir dann zwar da auch wieder getroffen, wir sind in Bagdad am Flughafen dann irgendwann gelandet. Das war dann unsere letzte Etappe quasi.
und sind aber immer weiter nach vorne. Also es war ganz interessant. Wir aber du bist dann mit, den, du bist mit der Truppe genau, zusammen. Du bist mit der Truppe zusammen. Kannst du mal ein bisschen erzählen, ja, wie da so der Alltag ist? Wie das ja, es ist dann, bevor das losgeht, schläfst du halt in einem Zelt, wie die auch. Wenn du dann erstmal auf dem Vormarsch bist, buddelst du dir jeden Abend ein Loch, wenn mal geschlafen wird, und legst dich halt da rein und hoffst, dass dir da direkt was auf den Bauch oder auf den Kopf fällt und dann irgendwo nebendran explodiert. Und dann hast du ja, wenn du im Loch liegst, das Glück, dass du nicht irgendwie von Schrapnell oder so getroffen und verletzt oder noch schlimmer umkommen kannst. Ja, du isst das, was die Leute essen. Du bist darauf angewiesen, dass einer vielleicht sein Wasser mit dir teilt. In dem Zusammenhang ist auch, viele Leute fragen mich das auch, wie du gehst mit der Angst um in so einem Kriegsgebiet. Und ja, dass das gefährlich sein kann, dass was explodiert oder jemand dich vielleicht erschießen will. Das weißt du ja vorher. Viel, viel wichtiger oder anstrengender sind so diese ganz normalen menschlichen Bedürfnisse. Ja, also du duschen machst du einfach 2 Wochen nicht, weil das nicht geht. Das ist einfach nicht möglich logistisch. Toilette, Klappspaten und den Oberschenkel klemmen, auch jetzt nicht so luxuriös. Ich habe es da eigentlich eher gern gemütlicher. Essen, trinken, diese fertigen Meals, ready to eat, 4000 Kalorien, so ein Beutel. Und es ist aber so, dass du nach 2 Tagen denkst, du musst eine Melone auf die Welt bringen. Also es ist einfach alles ganz komisch. Die Soldaten sind da natürlich anders dran gewöhnt, als dass die Journalisten sind, die da mitreisen. Und dann hast du auch so ein anderes Ding, wovor ich immer am meisten Angst hatte, ist, dass mir irgendein Soldat vielleicht mal in der Situation helfen muss oder mir hilft. Und am nächsten Tag würde ich Zeuge, wie der womöglich irgendwas Dummes macht, wie ich darauf reagieren würde. Und ich bin extrem dankbar, dass ich nie in so eine Situation gekommen bin. Das war eigentlich immer das, wovor ich am meisten Angst hatte, vor meiner Reaktion, was ich dann machen würde. Würde ich dann so strikt meinem moralisch-ethischen Journalistenauftrag folgen oder wäre ich vielleicht noch dankbar, weil der gleiche Mensch, der jetzt einen Fehler macht, mir einen Tag vorher das Leben gerettet hat. Da bin ich sehr, sehr froh, dass ich nie in der Situation war. In Israel war ich allein unterwegs, so mit einem Textkollegen. Und da ist aber auch so, dass man dann agenturübergreifend, wenn eine Agentur zum Beispiel ein gepanzertes Fahrzeug hat, dann kommen die Kollegen da mit rein und da bildet man eine Art Fahrgemeinschaft und ist zusammen unterwegs. Und Afghanistan, Bundeswehr mehrfach, das war auch eine Form von Embedment, aber das läuft ein bisschen anders als bei den Amerikanern, weil das ist natürlich nach wie vor, fanden da auch Kriegshandlungen statt und auch Kämpfe. Aber anders, als wenn die Amerikaner in so einen Feldzug gehen und sagen, wir müssen jetzt hier quasi das Land erobern. Ja, genau, das eine war ein Angriffskrieg, das genau. Andere ist ja eher eine Erkundungssituation. Ja, genau. Stellung halten, versuchen zu helfen und so die Dörfer ein bisschen infrastrukturell zu unterstützen. Aber das ist auch das, was in Deutschland nicht so richtig ankam. Das war eben nicht nur Brunnen und Brücken bauen, sondern die Jungs, wir mussten da schon auch als Soldaten in den Mann stehen. Selbstverteidigung war das dann einfach und, ja, auch oft. Ja, also die sind oft angegriffen worden, also die mussten kämpfen, ja. Gibt es denn da für dich so unterschiedliche Gefahrensituationen und Sachen, die du nicht machen würdest? Also du hattest jetzt Goran erwähnt, der macht es ja nochmal auf eine etwas krasse Art und Weise. Ich weiß nicht, wie er das schafft, ehrlich gesagt. Also das ist natürlich ein Phänomen und nicht umsonst würde ich sagen, wenn so richtig um Combat-Fotografie angeht, die unerreichte Nummer 1 auf dem Globus. Toi, 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 ich bin so froh, dass er immer das Glück hat, auch aus den verwegensten Situationen rauszukommen. Ich weiß auch nicht, also er macht das ja Zeit seines Lebens. Er hat in Jugoslawien, in seinem Heimatland quasi mit dem Balkankonflikt angefangen und war jetzt im Mittleren Osten, in Afrika, ist jetzt neu in der Türkei gebased und arbeitet von da aus. Ja, das ist schon extrem beeindruckend. Das ist wirklich extrem beeindruckend, weil der ja auch die Gefahrensituationen, in die er sich begibt, die sind ja nochmal hochpotenziert. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, alle 2-3 Jahre für 3 Wochen in ein Krisengebiet gehe, der macht das im Jahr vielleicht für 4 Monate. Und dann immer wieder dem Teufel von der Schippe zu springen, das ist auch nicht nur Glück. Also da musst du schon auch wissen, was du tust. Und für mich ist er diesbezüglich das absolute Maß aller Dinge. Es gibt viele gute Fotografen, klar. In dem Metier, aber Goran ist aus meiner Sicht die unerreichte Nummer 1. Ja, ich glaube, das kann man auch echt also so sagen. Ne? Also, ja. Aber nichtsdestotrotz, also wie ist es denn für dich? Also gibt es da jetzt sozusagen so No-Go-Areas, weil die Einsätze, die du erwähntest, jetzt Afghanistan war natürlich schon hart, Irak. Irak war schon hart. Lustigerweise Libanon, Israel gefährlich, war sehr gefährlich, weil nicht kontrollierbar. Ja. Okay. Bundeswehr, Afghanistan, überraschend gewalttätig. Das hatte ich so nicht ganz auf dem Radar vorher, muss ich zugeben.
Gibt so Sachen im Moment, die auch von der Firma aus nicht gehen. Also du kannst bestimmte Dinge im Moment nicht machen. Also da kannst du nicht einfach mal sagen, so, ich will jetzt mal 2 Wochen in Aleppo oder in Homs Fotos machen. Das ja, gut, geht halt da einfach nicht. Da kommt ihr insgesamt halt nicht rein. Ja, das du hast das lokale Leute, die genau. dann da fotografieren und die da ihr Leben riskieren, auch um dir Bilder zu schicken. Das ist für alle Agenturen das gleiche Problem. Das Einzige, was ich mal wirklich rein aus dem Gefahrengrund gesagt habe, das möchte ich nicht machen, da gehe ich nicht hin. Und es ist so, dass die Firma mich nicht in so ein Gebiet zwingt. Also das ist eine reine Freiwilligkeit. Wo ich aber gefragt wurde, ob ich helfen könnte, das war Ebola damals. Ja. Also aus dem Krieg raus, das Ebola-Virus. Da hatte ich mich mein Hausarzt ist ein guter Freund von mir, drüber beraten. Und dann hat er gesagt, naja, im Prinzip ist das alles auch immer so ein bisschen, man reagiert dann über und es sterben jährlich mehr Leute an der Grippe als an Ebola, sagt er. Aber die Problematik ist, dass du das nicht kontrollieren kannst. Also du weißt nicht, wenn du sagst, okay, du hast ein sauberes Hotel in Anführungszeichen, aber du weißt nicht, wer da in dem Hotelzimmer sauber macht, mit wem war der in Kontakt, konnte vielleicht selber gar nichts für. Und dadurch, dass es so hochinfektiös ist und wie ein kleines Kind zu Hause, hab ich dann dankend abgelehnt. Das war so ein Einsatz, den ich nicht machen wollte. Aber hätte dich das an sich gereizt? Ja, absolut. Absolut. Also ich finde das schon spannend. Dann, ich finde auch, Raqqa und Mosul, diese Geschichten jetzt spannend, aber ja, man muss die Glücksfee auch nicht über Gebühr herausfordern. Ja. Aber was reizt sich daran? Also warum dahin? Naja, das ist das, was die Welt in bestimmten Situationen am meisten interessiert. Und du kannst dabei sein und sehen, wie das tatsächlich aussieht. Ja? Und ich glaube, manchmal ist es ganz wichtig, dass man auch versucht, möglichst viele Leute diese Situation sehen zu lassen, um selber das Auge für die anderen, die nicht hingehen können, zu sein. Das ist mir zum Beispiel in Gesprächen mit Flüchtlingen, die in Hanau, in meiner Heimatstadt, in einem großen Camp untergekommen waren und mir die Möglichkeit gegeben war, ganz wenig gab es das ja nur in Deutschland, da kontinuierlich reinzugehen, zu fotografieren, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen war. Die konnten überhaupt nicht verstehen, dass die ganze Welt immer sich nur an diesen Schlauchbootbildern und diesem ganzen Hype da quasi ergötzt hat. Das war für die eine der kürzesten Episoden. Die haben gesagt, na klar, gab es da Unfälle, sind Leute ertrunken, aber das war das letzte Ende des ganzen Weges, genau, als sie dann ankamen. Und dann haben die aber gesagt, was danach kam, wie sie am Balkan festhingen und, das war für die persönlich oder überhaupt, dass sie bis ans Wasser kam, um in so ein Boot zu kommen. Das war für die alle viel, viel schlimmer. Und in den Medien war immer nur wieder orangene Schwimmwesten und Schlauchboote. Und ja, ich weiß nicht, ob man dann manchmal dieser berichterstatterischen Sorgfaltspflicht genug nachkommt oder ob man vielleicht auch einfach das hernimmt, was am spektakulärsten aussieht. Ich weiß es nicht. Hm. Nichtsdestotrotz ist es ja dann auch immer noch eine Entscheidung, es sind ja Leute da von Reuters, ne? Also es muss ja nicht du hin, aber du hast schon dann so den Willen, also dann auch mal da vorbeizugucken. Ja, bei so wichtigen Geschichten hebe ich schon auf die Hand. Also da, wenn das irgendwie möglich ist, würde ich dann da schon ganz gern hingehen. Ja. Ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass ich das aus dem Narzissmus mache, dass ich sage, oh, das kann jetzt, die Story, die wird nichts, wenn ich da nicht bin, ja, das glaube ich nicht, aber mich interessiert es einfach. Also ich sage halt, okay, auf dem Niveau, dem die Agentur arbeitet und auf dem Niveau, in dem ich in der Agentur selbst arbeite, da ist es schon ganz cool, wenn du eigentlich die Top-Events, ich nenne es jetzt mal Events oder Nachrichtenlagen, die Top-Nachrichtenlagen, wenn du die fotografieren kannst. Wir arbeiten heute mehr mit Leuten, lokalen Leuten in verschiedenen Ländern, als das früher der Fall war. In ganz schwierigen Kriegsgebieten, ja. Also wir reisen, was das angeht, weniger. Aber bei den großen Geschichten wird schon immer darauf geachtet, dass eigene Fotografen zusätzlich dahin kommen. Oder auch dahin kommen, um vielleicht die Leute vor Ort ein bisschen zu unterstützen, auszubilden, die mit ein paar Sicherheitsfeatures vertraut zu machen und. Ich meine, da hat ja auch die Firma eine Sorgfaltspflicht und eine Fürsorgepflicht gegenüber den Menschen, die dann da für uns arbeiten. Und ich glaube, Reuters macht das ganz gut. Was für Sicherheitsfeatures kann man denn da nutzen? Also wie läuft so ein Einsatz praktisch bei Reuters ab, wenn du in ein Kriegsgebiet gehst? Also wie bereitest du dich darauf vor und was machst du da vor Ort an Sicherheitsmaßnahmen? Also zunächst mal ist es ja so, dass die Firma niemanden da reinlässt, der nicht so ein richtig gutes Hostile Environment Training gemacht hat. Ob das jetzt
bei der Bundeswehr in Hammelburg war oder bei uns ist es oft, dass es ehemalige SAS-Leute in so einer Sicherheitsfirma in der Nähe von London machen, in England. Also das geht so weit, dass die quasi ein Kidnapping simulieren, erste Hilfe mit wirklich unter extrem realistischen Bedingungen. All diese Vorbereitungen, die da notwendig sind und so optimal man die eben treffen kann, die sind da gewährleistet. Kommunikation ist heutzutage das Wichtigste. Ja, mittlerweile funktioniert auch an der syrischen Grenze ein ganz normales Mobilfunknetz. Trotzdem hast du immer ein Satellitentelefon dabei. Eins, das nur für Datenübertragung geeignet ist und eins wie ein Handy, wie früher die etwas dickeren, klobigeren Dinger, damit du kommunizieren könntest und gegebenenfalls dann jemand auch Hilfe schicken kann, beziehungsweise man dann überlegt, wie kriegt man jemanden aus einer prekären Situation. Da stellt die Firma im Vorhinein schon sicher, dass alle Ressourcen erschöpft und ausgeschöpft sind. Vor Ort kommt es ganz darauf an, was du machst. Bist du embedded, bist du dabei. Das hört sich relativ sicher an, aber du darfst natürlich nicht vergessen, dass du dann quasi für den Kriegsgegner ein Teil der anderen Kriegspartei bist. Und damit hilft dir es nichts, wenn du dann sagst, ich wink jetzt mal mit dem Presseausweis. Ja, das darf man also nicht vergessen, das unterschätzen viele Leute, aber okay. Da bist du so mitgegangen, mitgefangen. Bist du allein unterwegs, ist es gut, wenn du einen lokalen Fixer hast, der womöglich dann auch eben ein Vehikel beschafft oder hat, mit dem er dich durch die Gegend fährt, der die Sprache spricht und mit dem du dich verständigen kannst und der vor allen Dingen weiß, wo man in bestimmten Situationen nicht hin sollte. Ich hatte beispielsweise bei meinem letzten Einsatz an der türkisch-syrischen Grenze mit dem Kobane-Konflikt einen kurdischen Taxifahrer, der zwar ganz schlecht nur Englisch gesprochen hat, also die Kommunikation war nur mit dem Translator möglich, also über das Mobiltelefon oft und mit Händen und Füßen, aber es war ein unglaublich cleverer und zuverlässiger Mann. Der hatte mich beispielsweise am zweiten Morgen sofort zu sich nach Hause zum Frühstück eingeladen mit Frau und den beiden kleinen Kindern und in dem Moment weiß ich bin sicher, der Mann, oder von da droht mir keine Gefahr, im Gegenteil. Also Gastfreundschaft ist in den Ländern ein ganz hohes Gut. Und wir hatten uns dann auch schnell darauf verständigt, nein, kein SUV, wir nehmen den alten Fiat Regatta aus einem Taxifuhrpark, das fällt weniger auf. Er hat dann nur gesagt, ich sollte mir den Bart ein bisschen kürzen, weil seine Freunde schon überlegt haben, der hat so einen langen Bart, gehört er vielleicht zu der bösen Fraktion. Habe ich dann gemacht beim lokalen Barber mit Ohren anflemmen und all diesem Programm. Aber Mehmet war unglaublich zuverlässig und der wusste auch immer einen guten Rat, zu sagen, das lassen wir heute mal sein, weil die Gefahr dort beispielsweise nicht darin bestand, dass ich jetzt unbedingt irgendwie durch Explosionen oder Kugeln in Gefahr bin, sondern eher, dass ein Bösewicht sagt, ach, den nehmen wir jetzt mit und dann verscharren wir den an IS und dann gucken wir, entweder endet der orangen Strampelanzug oder irgendjemand muss viel Lösegeld für ihn bezahlen. Und das ist eigentlich was, ich glaube, das möchte ich nicht erleben. Das möchte ich auch den Leuten, der Familie oder auch Freunden, Kollegen, Bekannten nicht zumuten. Wenn es vielleicht noch den einen oder anderen gegeben hätte, sagt, na, jetzt ist endlich Ruhe, aber ein bisschen überspitzt. Vor sowas hat man Respekt. Angst ist meistens nicht immer das richtige Wort, wobei ich sage, Angst musst du in so Gebieten zulassen, weil dir das hilft, dass du wach bleibst, dass du aufmerksam bleibst. Und dann bist du eigentlich ganz gut vorbereitet. Wenn du da hingehst und sagst, so, ich bin jetzt hier der beste Sheriff in der Stadt und alles auf mein Kommando, dann würde ich sagen, könnte es schnell kritisch werden. Das ist kein guter Berater, Coolness oder auch Über-Ehrgeiz, dass man sagt, und ich muss noch ein besseres und noch mehr Bilder machen. Das muss manchmal auch gut sein. Also viel zu viele Kolleginnen und Kollegen sind in so Situationen umgekommen, weil sie vielleicht auch zu viel Druck hatten, einfach noch mehr leisten und zeigen zu müssen. Und da haben wir den Vorteil bei Reuters ganz klar, dass die Leute von außerhalb meiner Einschätzung der Situation vertrauen und wissen, okay, wenn der heute nicht mehr rausgeht, dann hat er da einen Grund für. Dann möchte er nicht die Füße hochlegen und Tee trinken, sondern dann hat er Sicherheitsbedenken und die sind auch ganz klar. Und es gab zum Beispiel, ich hätte die Möglichkeit gehabt, nach Kobane reinzugehen, allerdings keinen gesicherten Rückzug und da gab es die klare Anweisung der Firma, das machst du unter keinen Umständen. Und zwar, also das war eine klare Ansage.
Brauchst du die oder hättest du es sonst gemacht? Oder? Ich hätte es zumindest in ernsthafte Erwägung gezogen, weil mich das natürlich schon interessiert hätte, wie es da aussieht. Für vielleicht mal eine Handvoll Bilder, die sonst niemand gehabt hätte. Das kommt ja noch dazu. Aber nach Abwägung all dessen, was die Kurden mir dann auch da mitgeteilt haben und dass sie eben nicht gewährleisten können, dass mich dann jemand zurückbegleitet, kam ja noch die zusätzliche Gefahr hinzu, dass womöglich dann ein Grenzsoldat mich für irgendwie einen bösen Buben hält und mich aufs Korn nimmt. Und dann ja, war das ein No-Go. War klar, das machen wir nicht. Aber da musste London schon entscheiden. Ja, die haben, ich habe gefragt, soll ich die, wenn es die Möglichkeit gibt, soll ich die nutzen? Und da kam sofort nein. Unter keinen Umständen, ist zu riskant. Ja. Und das Risiko käme nicht ein. Kein Bild ist Verletzung oder Tod wert. Und das ist die Firma auch ganz straight. Ja. Klar freut sich da auch jeder über ein exklusives oder tolles Bild, aber niemand würde da bewusst jemanden in Gefahr bringen wollen. Das passiert einfach nicht. Das darf, ist auch gut so, das darf nicht so sein. Rio de Janeiro. Super Stadt. Equipment geklaut gekriegt. Hat irgendwie waren innerhalb von 4 Jahren dreimal da. 2013 zum Confederations Cup, wo ich mal gucken sollte, wie die WM-Stadien so aussehen und ein bisschen Fußball fotografieren. Und geendet bin ich in den wüstesten Straßenschlachten, in Studentenunruhen, die ich jemals erlebt habe. Also wenn man heute in Hamburg vom G20 sagt, wie schlimm das war, da hätten die Brasilianer gelacht und die haben das Ganze in Flipflops abgewickelt. Ja, weil die geschossen haben und in Hamburg wurde noch nicht geschossen. Ja, und da schenken sich beide Seiten nichts. Ne? Also da war das bei uns eher zivilisierter, ziviler Ungehorsam und dort ging es richtig zur Sache. Ja, das war dann die erste Erfahrung. Dann kam die Fußball-WM 2014, wo wir unmittelbar vom Viertelfinale Deutschland-Frankreich in Rio das Equipment aus dem Auto geklaut wurde. Mit einem Kollegen zusammen, 100.000 Euro zusammen wert. Ziemlich bittere Geschichte. Nee, die haben uns ein Reifenblatt gestochen und während wir den Reifen gewechselt haben, sind sie über die, wir hatten so einen abgedunkelten Van. Und auch der Kofferraum, den hatte ich immer im Auge und die sind über die Beifahrerseite, über die Rückbank rein und haben das rausgegriffen. Und es gibt wohl in Südamerika so Gangs, die darauf spezialisiert sind. Die haben dann jemanden im Potsdam-Zentrum und das ist quasi so dein Spotter. Und wir hätten aufmerksamer sein müssen, als das hinten links der Reifen war, weil denn da fährt jemand mit dem Moped vorbei, sticht in dir Blatt. Und dann passiert das. Das war keine so schöne Erfahrung. Aber den Trick kanntet ihr vorher nicht, sodass ihr... Ja, also wir hatten davon gehört, aber wir hätten nicht gedacht, dass wir am helllichten Tag davon direkt vorm Pressezentrum in Maracanã, wo unser Fahrer auf uns wartete, davon betroffen sind. Also die Wege, die wir mit Equipment zurückzulegen hatten, das war alles gut ausgeklügelt und getüftelt und wir hatten das versucht, unter den möglichst höchsten Sicherheitsaspekten alles anzugehen und das hat doch nicht ganz gereicht. Und mir passiert sowas ja eher selten und das Blöde war dann, dass alle gesagt haben, oh Gott, wenn es dem passiert, dann kann es uns allen noch viel eher passieren. Ja, das war ja so, glaube ich, am Anfang hörte man immer mehr Geschichten, ne? Also von Koffern in Cafés, wo man gesagt hat, okay, im Café, nicht aufgepasst. Ja. Ich habe mir deshalb ein rosa Pelli-Case irgendwann mal zugelegt, weil mit dem läuft keiner weg. Das siehst du auf jeder Kamera. Lachen zwar alle, ist aber egal, bis jetzt blieb der unangetastet. Die anderen sind immer schwarz und das, glaube ich, das fällt da nicht so auf. Kannst du auch immer so tun, als ob du ihn verwechselt hättest. Passiert da nicht. Die WM wurde dann noch gut, als Götze das Tor geschossen hat. Ich bin ja dann, nachdem ich mit der Nationalmannschaft fast 20 Jahre irgendwie durch die Gegend fliege für Reuters, schon auch so ein bisschen Fan und man ist ja dann auch so ein bisschen Patriot und wenn dann im Maracanã... Ja, jetzt geht es mir gerade ein bisschen zu schnell. Jetzt sind wir schon sozusagen beim Endspiel auf einmal, ne? Also vielleicht erzählst du jetzt überhaupt erstmal so eine Fußball-WM. Du hast ja schon ein, zwei gemacht. Wie viele waren es? 5. Jetzt nächstes Jahr ist die 6. Wie läuft das ab? Wie arbeitest du da? Was gibt es da für also machst du immer Spiele? Vielleicht erzählst du mal, wie das bei so einer Agentur als eingeteilt ist. Also wir machen so, dass wir in der Regel haben wir bis zu 5 Fotografen bei normalen Spielen, 4 auf jeder Ecke am Platz und einen auf der Tribünenposition. Technisch läuft das so, wie wir es vorhin beschrieben haben, dass wir die Bilder direkt aus der Kamera über ein Kabelsystem schicken. Und wir sind in Teams eingeteilt, also haben in den Orten meistens 1-2 Fotografen vor Ort in den Spielorten und dann haben wir noch sogenannte Pool-Teams, 3 oder 4, je nachdem, wie viele man braucht,
die dann reisen. Das war bei der Fußball-WM in Rio so, dass ich, glaube ich, während der WM 18 Inlandsflüge hatte. Also ich bin extrem viel gereist. Ich bin auch am Anfang alleine gereist, weil ich immer zu bestimmten Spielen sollte. Ja, das ist nicht ganz so schön, muss man ganz klar sagen. Das ist anstrengend. Dann hat man jeden Tag ein Spiel, ne? Ja, dann hast du fotografierst du fast jeden Tag ein Spiel. Also ganz, ganz selten, dass du in der Gruppenphase einen Tag frei hast. Das gibt es eigentlich nicht. Sondern du bist dann wirklich immer eingebunden. Und das ist natürlich in so einem Land auch jetzt nicht wirklich besonders prickelnd. Also die Leute denken immer, oh super, der ist dann 5 Wochen in Brasilien. Ich habe bei der Fußball-WM die Copacabana genau einmal gesehen. Und da bin ich abends um 10 mit dem Taxi, als der Suarez den Chiellini gebissen hatte, gab es auf einmal in Social Media ein Bild, wie der Suarez mit geflashten Zähnen in einem Adidas-Werbeplakat in so einer illuminierten Box, und das stand an der Copacabana. Und da hatte irgendjemand, fand das so witzig, und hat das gepostet. Und dann haben wir festgestellt, das wäre ein gutes Newsbild. Und dann kam ich dahin, bin mit dem Taxi dahin gefahren, es war schon dunkel. Und da standen hunderte von Leuten, die angestanden sind und sich mit Selfies und davor fotografiert haben, so als ob er da quasi reinbeißt. War ein super Newsbild, aber das war genau das einzige Mal, dass ich die Copacabana während der Fußball-WM gesehen habe. Also das ist nicht so, dass du dann da Urlaub hast. Das ist genauso wie Olympische Spiele, das ist harte Arbeit. Das ist also auch harte körperliche Arbeit. Olympische Spiele noch extremer, jeden Tag 18, auch mal 20 Stunden. Wenn du 4-5 Stunden schlafen kannst, ist das viel. Also das schadet mir zwar nicht, aber bei Olympia so zwischen 5 und 10 Kilo gehen da weg. Die gehen bei mir weg. Ich habe sie dann auch schnell wieder drauf. Aber bleiben wir noch mal kurz bei Fußball-WM. Das heißt dann, wie lange vorher musst du dann im Stadion sein? Wie muss man sich das alles vorstellen? So von den Abläufen, erzähl das mal. Früher war das so, dass es so Prioritätengruppen gab. Und dann dürfte die Prioritätengruppe A, in die Nachrichtenagenturen gehörten, zuerst am Tor stehen und dann reinrennen. Das war ein unwürdiges Schauspiel. Mittlerweile ist es so, dass es nummerierte Sitze gibt und die Tickets gibt es vorher. Da kannst du 2 Stunden vorher rein. Es kann aber auch eine halbe Stunde theoretisch vorm Spiel kommen. Das reicht auch und du machst ein Foto und es ist in Ordnung. Und setzt dich auf deinen Platz und machst dein erstes Bild, wann auch immer. Um unsere technischen Abläufe, wir haben ja dann oft auch ferngesteuerte Kameras, die hinter dem Tor stehen, um das alles aufzubauen, bin ich in der Regel 2,5, 3 Stunden vor Spielbeginn im Stadion. Ich habe ja an dem Tag auch sonst nichts anderes zu tun. Aber du hast jetzt speziell, machst dann vorher meistens nicht Training, sondern du bist dann wirklich nur zu den Spielen da, also in den meisten Fällen. Wenn ich jetzt in der Stadt bin und an dem einen Tag ist nichts, sondern nur eben das Training, ja, genau, und für das Spiel am nächsten Tag, dann mache ich auch mal ein Training, aber ich mache mehr Spiele. Ja, genau. Und du sagst ja gerade schon so, die Agenturen suchen sich dann ihren Platz aus, das heißt, du sitzt eigentlich jeden Tag an der gleichen Stelle vom Stadion, nur in meinen unterschiedlichen Stadien, ja, ne? Ja. Also ich hatte mir dann für die WM in Brasilien quasi, wenn man von der Haupttribüne runterguckt, unten rechts an der Eckfahne. Das war so quasi mein Standardplatz. Und warum rechts und nicht links? Also Eckfahne vorne ist ja sozusagen, du kannst die Trainer mitmachen, ist ja eigentlich so schon genau die begehrte Position. Ist die begehrte Position und ich arbeite lieber nach rechts. Also ich drehe mich lieber nach rechts ins Spielfeld rein. Das ist so ein bisschen eine Handling-Sache. Aber das ist auch nicht ein Stein gemeißelt. Ich habe zum Beispiel jetzt beim Confederations Cup in Russland ganz viel auch auf dem anderen Platz gesessen, quasi gegenüberliegend, und habe nach links fotografiert. Das war auch okay. Hast du geschafft. Ging. Okay, dann kommen wir natürlich zum Endspiel. Also du hattest gerade schon gesagt, du bist Fußballfan, ne? Du bist Fan der deutschen Mannschaft. Ja. Das ist mein Sport. Du wusstest vorher, dass du alle deutschen Spiele machst? Oder wie läuft das dann? Lustigerweise gar nicht. Ich bin bei der WM erst ab dem Viertelfinale eingestiegen. Ich habe das Viertelfinale gegen Frankreich gemacht. Dann das sagenhafte Halbfinale in Belo Horizonte, was für mich ein total gebrauchtes Spiel war. Die schießen 7 Tore. Kein einziges Tor richtig bei mir auf der Seite. Von Jubel schon gar nicht zu reden. Gibt's ein Pfaffenbach ohne ein Tor. Denke ich so. Ja, ich hatte eins mit der Remote, aber ich glaube, das war das Schürle, das 6. oder 7. Zum Jubeln sind die dann in die andere Ecke gerannt. Aber es war nicht schlimm, weil die 4 Kollegen, die mit mir da waren, die hatten das alles. Das war alles super. Aber so ein bisschen denkst du dann schon, da macht quasi eine deutsche Fußballmannschaft das größte Spiel der Geschichte und du bist nur Zuschauer. Das war grausig. Sport der Kollegen, könnte ich mir dann vorstellen. Ja, das nicht. Also die, mein, also der Reuters-Kollegen. Die haben sich schon ein bisschen amüsiert und fanden das lustig, weil das eher auch so ein bisschen untypisch ist, weil normal denken die immer, naja, also wenn ein Tor fällt, dann passiert es. Aber ich habe dann nur gesagt, Leute, da kommt ja noch eins und vielleicht geht das dann ganz anders aus. Und dann
kam eben das Finale in Rio. Großartiges Spiel, habe vorher schon gesagt zu meinem Chef, sag ich, Mensch, Pavel, was machen wir denn, wenn Deutschland jetzt der Weltmeister wird? Dann kann ich nie mehr in meinem Leben ein Bundesligaspiel fotografieren. Wie soll ich mich denn nochmal motivieren? Deutschland wird Weltmeister im Maracanã, in Brasilien, noch nie eine europäische Mannschaft Weltmeister geworden. Sag ich, ja, ich glaube, danach fotografiere ich kein Fußball mehr. Er hat nur herzlich gelacht. Ich glaube, mein erstes Spiel danach war irgendwie Köln HSV oder irgendwas mit Paderborn, keine Ahnung. Also irgendwie, also wirklich ein Grottenkick. Also es war die Diskrepanz war Nord-Südpol. Ja, aber dieses WM-Finale war natürlich schon was ganz Besonderes. Das ist, da ist die Spannung unglaublich hoch. Alle sind, ja, jeder ist angespannt. Nicht unbedingt jetzt negativ oder aggressiv. Das wurden wir dann erst danach, als der Haus- und Hoffotograf des DFB seine Spiränzchen auf dem Fußballplatz, aber da ist ja auch ein, ja, da genug, kann man vielleicht gleich noch genug drüber den erzählt Namen worden. Habe ich hier aufgeschrieben. Ja, wobei ich glaube, ist mittlerweile die Paranoia umgekehrt ist größer. Nein, Spaß beiseite. Das, also Paul Ripke redest du drüber, dann können wir es ja jetzt besprechen. Ja. Also kommen wir zu deinem Torschuss dann später, aber... Ja. Also die Situation war die, dass durch persönliche Kontakte und er da hatte auch vorher, also muss dazu sagen, dass ich so die fotografische Arbeit, die der macht, die finde ich total witzig, die ist gut, das ist prima, das ist auch gar nichts, worüber man irgendwie schlecht sprechen kann. Das wäre nicht richtig. Also das ist einfach cool, der hat gute Ideen, der ist innovativ, das ist ein guter Verkäufer, der kann sich gut verkaufen, selbst darstellen, alles fein. Allerdings ist es so, dass er da einen Zugang erhalten hat, von dem gestandene deutsche Sportfotografen auch innerhalb des Verbands geträumt hätten. Auch die Entscheidung können natürlich die Menschen im Verband so treffen. Aber dass du dann bei der Hälfte der Bilder immer irgendwie seinen mit dem deutschen Trainingsanzug versehenen Hintern im Bild hast oder den Rücken, das ist schon ziemlich frustrierend, wenn du dann da 5 Wochen durch das Land reist und also da gibt es ja auch Kollegen, die machen so eine Tour, die sind alleine und die nehmen viel Geld in die Hand, um da so Bilder zu machen. Und die sagen, okay, wenn Deutschland ins Finale kommt und es vielleicht noch gewinnt, da kann ich Bilder machen, dass sich das für mich amortisiert. Und dann kannst du die Hälfte von dem Zeug wegschmeißen. Aber da ist viel drüber gestritten und diskutiert worden. Er ist ja auch in einem Interview gefragt worden von der Süddeutschen Zeitung, ob es jemand gibt, der ihn hasst. Und dann hat er sofort gesagt, Kai Pfaffenbach ist natürlich überhaupt nicht richtig. Der Kollege von der Süddeutschen Zeitung hat das auch gut gemacht. Er hat mich dazu interviewt. Ich habe das so ähnlich jetzt erzählt wie hier. Sag ich, für mich war auch, dass das so passiert ist, nicht das Schlimmste. Ich war zu der Zeit noch stellvertretender Fotografensprecher im Sportjournalistenverband. Und Paul hat das Buch ja auch gut promotet und war in vielen Talkshows und hat dann immer so getan, als ob die anderen quasi zu blöd gewesen wären, das zu machen. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt muss man dazu mal Stellung beziehen, weil das, so geht's nicht. Das ist nicht richtig, das ist falsch. Ja. Und die anderen sind eben nicht zu blöd, sondern die haben sich an die Regeln gehalten. Natürlich kann ich gegen Regeln verstoßen, wenn ich nicht wieder zu einem FIFA-Event muss oder will. Ja, das kann ich machen. Aber ich muss das nicht machen. Das macht das Ganze auch nicht kollegialer. Ja. Das hat nichts mit dem Produkt zu tun. Das Produkt ist sicherlich gut und gönn ihm das Geld, das er damit verdient. Das ist gar keine Frage, aber ich fand das schon sehr unkollegial. Und unter anderen Umständen, wenn das jetzt kein Fußballgeviert gewesen wäre, auf das wir eben keinen Fuß setzen würden, fürchte ich, wäre es nicht nur laut geworden, sondern, ja, ich weiß gar nicht, ob ich losgesprintet wäre, aber ich weiß, dass es Kollegen gibt, die hätten ihm deutlich gemacht, dass die M-Leica jetzt gleich irgendwo im Wassergraben liegt. Ja. Aber hast du das Gefühl, dass er es hätte anders fotografieren können, auch Top-Ergebnisse gehabt hätte? Oder hättest du es in der Situation dann auch so gemacht? Also so ganz frech sage ich, wenn er mit was anderem fotografiert hätte, noch bessere Ergebnisse erzielen können, behaupte ich jetzt mal ganz frech. Aber das ist okay. Das war ja dann vielleicht auch der Stil, das ist nicht immer das so. Das ist das eine, genauso. Wie heißt das, die neue Perfektion ist Imperfektion, ne? Der neue Stil. Das ist ja auch keine Situation, mit der er alltäglich sich auseinandersetzen muss. Der kann ja dann auch in dem Moment mit der Idee, die er da hat und wie das dann so zustande kommt, habe ich schon vollstes Verständnis dafür, dass du dich nicht dauernd rumdrehst und sagst, wem bin ich denn jetzt im Weg oder nicht? Es war nur so, dass es Kollegen gab, die von der FIFA auch offiziell auf den Platz durften
Und die haben sich ganz anders verhalten. Die das waren auch Sportfotografen, Sportfotografen. Ne? Auch in der Kabine. Von Getty, von Reuters auch zwei Lars Kollegen. Baron oder so, genau, Lars Baron, Sean Botterill, einer der besten Sportfotografen der Welt, von John Sibley, ein Reuters-Fotograf, die FIFA-Leibchen anhatten und auch auf dem Platz waren, und die haben das anders gemacht. Also das wäre schon auch gegangen. Und die Resultate, die abgeliefert haben, die waren nicht viel schlechter. Ja, also ganz bestimmt nicht. Von daher wäre vielleicht ein anderes Briefing gut gewesen als das von Oliver Bierhoff, der dann sagt, ja, es gibt keine Regeln mehr, mach was du willst. Lustig. Ja, also gut. Aber du hast ihn nie getroffen. Ja, nee, wir haben dann immer mal übereinander gesprochen, genau. Aber wir haben uns noch nie persönlich kennengelernt. Irgendwann wird das vielleicht mal passieren. Das wird wahrscheinlich auch ganz lustig. Es gab mal so einen Versuch von einem Freund, der in der Leitung der Bildredaktion der Bild-Zeitung sitzt, der wollte das mal initiieren. Er sagte, komm, wir machen mal quasi so den Pfaffenbach-Ribke-Friedensgipfel in Berlin. Ja. Also eher so auch so ein bisschen humorist, das ist dann aber an Terminkollisionen gescheitert. Ja, also ich glaube, wir können wahrscheinlich guten Bier miteinander trinken und Spaß auch, haben. Ja, das ist auch, ich meine, das ist jetzt auch vorbei. Ja. Mal davon abgesehen, das ist für mich, das ist ja so das, was die Leute mir dann unterstellt haben, als ich da irgendwann dann mal so ein bisschen den Furor darüber losgeworden bin. Also ich glaube, ich war der Letzte, der auf irgendwas bei diesem Finale neidisch sein musste. Ich habe da ein Foto gemacht, in dem habe ich, weiß nicht, was 20.000 Euro Preisgelder gewonnen bei verschiedenen Fotowettbewerben. Vorsicht mit der Steuer. Ne? Ja, nee, die waren ja schon, die waren ja schon da. Die waren ja dann schon da. Ja, das musste die Sachen ja angeben. Das ist ja ganz normal. Und das mache ich dann auch lieber ordentlich, als dass es dann irgendwann mal wackelt. Also für mich war das ja super. Ich meine, ich hatte dieses Götze-Tor so, wie es ja, keiner fotografiert hat. Also jetzt sind wir mal weg von Paul Ribke. Ja. Auf den Friedensgipfel wartest du dann noch, mit anderen Worten? Oder? Ach, naja, weiß ich nicht, um Gottes Willen. Mein Herz hängt da jetzt nicht dran. Wenn es so eine Situation gibt, ich glaube, das wird lustig. Wahrscheinlich können wir herzlich drüber lachen. Oder vielleicht ist es auch so, dass man nach 2 Minuten sagt, oh Gott im Himmel, also komm, Espresso zahlen gehen. Ja, das weiß ich ja nicht. Also ich will jetzt auch nicht. Ich verfolge ihn schon lange, also schon. Der macht witzige Sachen und auch die Sachen, was er so filmt und so. Wie gesagt, das Einzige, was ich halt in der ganzen Diskussion gerade beim Verband Deutscher Sportjournalisten halt, das war dann oft auch einfach Neid. Ja? Und man muss ihm halt zugutehalten, er ist ja jetzt nicht irgendwie da hingekommen und hat mal eben das versucht zu machen, sondern er hat ja auch jahrelang dort schon gearbeitet. Oft klang dann so raus, als ob er da jetzt mal eben hingekommen wäre. So, ne? Also, naja, er hat das schon auch so ein bisschen kultiviert. Er hat dort, glaube ich, einmal die Autogrammkarten gemacht vorher. Und dann, ja, für Bitburger auch schon. Dann ist die Idee irgendwie wie so geboren worden. Das ist auch okay. Wie gesagt, ich bin auch jetzt niemand, der irgendwie die Arbeit von ihm in irgendeiner Art und Weise negativ qualifiziert hat. Es war so ein bisschen die Diskussion, warum der DFB jetzt nicht dann einen normalen Sportfotografen hingelassen hätte. Aber gut. Ja, oder warum nicht grundsätzlich jemand eine Chance bekommen hätte. Also da gibt es Kollegen, die hätten das definitiv verdient. Ja. Aber auch da, wie gesagt, wenn man dann den Verband kritisiert, muss man eins ganz klar im Auge behalten. Die hatten ein Ziel. Die wollten da als der DFB, als die Nationalmannschaft Weltmeister werden. Die sind Weltmeister geworden. Alles andere ist völlig uninteressant. Spielt keine Rolle und das ist auch in Ordnung so. Ja, das ist die erste Prämisse gewesen und die haben sie voll erfüllt. Und damit ist gut. Damit ist alles gerechtfertigt. Ja. Ob ich jetzt bestimmte Sachen gut oder schlecht finde, das spielt keine Rolle, was Kai Pfaffenbach darüber denkt oder 10 andere Fotografen. Das muss man einfach akzeptieren. Also da muss man schon auch in der Lage sein, so sich selbst einzuordnen, ne, in so einem Spiel. Und von daher kann ich mich darüber ärgern und ich bin auch jemand, der das dann durchaus nicht in der Berg mithält, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Welt deshalb stehen bleibt, ganz bestimmt nicht. Ja. Von der Dramaturgie war das natürlich jetzt auch falsch rum. Sozusagen, wir sind jetzt erst beim Ende gewesen. Ja. Wie ist das passiert, das Tor? Wie das Tor passiert ist, haben wir im Fernsehen gesehen. Aber beschreib mal aus deiner Situation. Ich sage jetzt mal die letzten 2 Pässe davor. Also das war ja auch wieder auf der anderen Seite. Das ist ja wieder über links, also quasi zum rechtshändig zu mir. Dann kam die Flanke da rein, dann ist es ja so, dass normalerweise der Mann, der den Ball annimmt, auch mit dem Rücken zu mir steht, wenn der Ball von außen kommt.
Und Mario hat das, was ich meine, das ist das, was die maximale Eleganz war. Das, also ich weiß auch gar nicht, wie das technisch möglich war, dann den Ball auch so mit der Brust und dann Volley ins lange Eck, also auch gegen jede Fußballphysik. Und ich habe echt nur die Luft angehalten und habe gedacht, oh. Zum Jubeln sind sie natürlich wieder in die andere Ecke gerannt, da hatte ich mich ja bei der WM schon dran gewöhnt. Aber ich hatte so das Gefühl, das Tor hätte von mir aus gut funktionieren können. Und ich habe was gemacht, was alle anderen nicht gemacht haben. Ich habe mit der 200, 400 fotografiert und war bei 300 mm. 400 wäre zu lang gewesen und 70, 200, das die meisten Kollegen benutzt haben, einfach zu kurz. Da hat so die Dichte ein bisschen gefehlt. Und 300 mm waren einfach perfekt für das Foto. Und wie sich das dann so, ich hatte quasi die ganze Serie. Also wie der Ball auf der Brust landet, auf dem Fuß, wie er ins Tor geht, Torwart guckt, den Michaelis. Also ich habe immer gesagt, das ist nicht das beste Fußballfoto, das ich jetzt bis jetzt gemacht habe, was so die Action angeht und Hintergrund oder sonst was. Aber es ist mit Sicherheit das wichtigste Dokument. Also das ist ein zeitgeschichtliches Dokument. Deutschland wird Weltmeister, 1-0, Verlängerung, keine Frage. Ja. Gab auch viele Kollegen, die unmittelbar danach gesagt haben, also die Version gesehen haben und gesagt, das sticht jetzt ein bisschen raus, was eben an der Optik lag. Ich habe gerade die Tage mit dem ehemaligen Fokus und Sternen Fotochef Rüdiger Schrader, der selbst fotografiert hat bei der WM, ein schönes Buch gemacht, darüber gesprochen, der saß keine drei Meter rechts von mir und da war der Pfosten drin und noch ein Arm von irgendjemand und ja, das war es nicht. Und er hat auch nicht verpasst. Ich sagen, ich denke auch nicht, dass es nur das 300er war, ne? Sondern es ist dann wirklich enorm, wie viel ein Platzunterschied schon ausmacht. Und das ist manchmal ja nur ein halber Meter und das ist dann auch Glück. Keine Frage. Also das Können ist, den Moment nicht zu verpassen, zu antizipieren. Auch die Flanke. Dass die Schärfe passt. Sehen. Genau, du sagst eigentlich, okay, du orientierst dich schon in die Mitte, bevor der zur Flanke ansetzt. Weil wenn ich den Ball folge... Wusstest du denn, dass er angespielt wird? War nur Götze da. So wie ich sehen konnte, war nur Götze da. Ich dachte, okay, der muss das so probieren. Und wenn dann weiter geflankt hätte, dann hätte ich ja wieder länger Zeit gehabt, dazu reagieren. Hätte ich mich nochmal neu orientieren können. Ich hätte dann gesehen, kommt der Ball zu hoch oder... Wie arbeitest du da? Guckst du dann auf den Ball oder guckst du auf den Spieler? Guckst du über die Kamera drüber? Ich fotografiere oft mit beiden Augen offen und kann dann versuche dann den Ball, den Verlauf so ein bisschen auch im Auge zu behalten. Das klappt meistens, aber manchmal ist auch. Ich war da zum Beispiel auch dann müde, wir waren alle auch erschöpft, wir waren in der Verlängerung, ein langer Tag, ist da warm, schwül, alle stehen unter Druck. Also du weißt ganz genau, wenn es jetzt passiert und bei dir passiert es nicht, dann. Fragen dich womöglich irgendwelche Leute, und? Waren wir 2 Minuten zu früh müde oder haben wir irgendwie abgeschaltet oder was auch immer? Du musst auch immer mal gucken, ist noch genug Saft auf deiner Batterie? Ich meine, wenn ich aus der Kamera sende, die braucht dann mehr Strom und dann brauche ich für so ein Spiel auch nochmal einen zweiten Akku. Normalerweise fotografierst du das blind mit einem vollen durch. Ja. All die Punkte, was sicherlich sehr humoresk war, aber ich habe die Bilder dann erst weggeschickt und habe dann so Zeit verzögert. Ich glaube, die Argentinier hatten schon den Anstoß gemacht, bin ich aufgesprungen und habe das Tor bejubelt. Das wäre nämlich jetzt noch meine Frage gewesen. Man sieht ja oft in so Amateurstadien die Fotografen, die dann aufspringen und jubeln. Also ich bin jetzt nicht so richtig aus dem Sitz raus, aber ich habe die Kamera so zwischen die Beine geklemmt und beide Fäuste geballt und habe geschrien, ja! Links das war den mir englischen sah, Kollegen neben dir die saß, schuldig. Es sahen nur englische das Kollegen. Das hätte ich mir saß, schon gedacht. Sean Botterill saß wieder neben mir, einer meiner besten Freunde in dem Metier. Und er sagte nur, oh Gott, die Deutschen schon wieder. Weil das ist ja klar, das ist immer Hohn und Spott. Aber in dem Moment sitzen eigentlich immer Engländer neben einem. Ja, dann, ne? Das liegt daran, dass es in England extrem gute Fußballfotografen gibt und diese paar Plätze an der Ecke den Nachrichtenagenturen vorbehalten sind. Ja, und dann meistens sitzen da Engländer und Deutsche. Ja, was auch so ein bisschen was über die Sport- oder Fußballfotografische Qualität in den Ländern, das Niveau ist hoch. Also das auch das Deutsche, generell das Niveau in der deutschen Sportfotografie ist hoch nach wie vor. Also auch die alten Recken, die es da so gibt, das sind schon Leute, die was können. Ja, wer weiß zum Beispiel, dass Hans Rauchensteiner einer der ersten Deutschen war, der ein WordPress-Foto gewonnen hat, aber hat überhaupt nichts mit Sport zu tun gehabt, sondern mit dem Tierbild. Ja, Hans hat mir die Geschichte letztens mal erzählt, total spannend. Ja, und da gibt es ganz viele Kollegen, die über Jahrzehnte auf allerhöchstem Niveau spannende Sachen machen. Ja, und da ist es beim Fußball ist es jetzt so, das ist so ein bisschen so ein englisch-deutsches Duell. Ja. Und in dem Moment hast du auf die also dann beim Senden hast du geguckt, ob die anderen das auch hatten? War mir egal. Aber du wusstest, dass deins sauber war. Ich wusste, dass es sauber ist. Es waren im Prinzip die ganze Serie war perfekt. Also wir konnten auch eine Kombo machen. Ich weiß auch,
noch ganz genau, Wolfgang Rattay ist lustigerweise immer der Editor, wenn ich so Bilder mache. Wolfgang hat sofort realisiert, hat er alle Varianten, hat eine Combo mitgemacht und es ging alles rasend schnell. Ja, klar, das ist smart. Tor und deine genau, und er hat genau gewusst, dass es jetzt die erste Geschichte ist. Da können wir den Olympiabogen spannen, weil Wolfgang hat lustigerweise auch das Usain Bolt-Foto als mein Editor. Ach, okay, dann machen wir ganz kurz Stopp, die Kamera neu, weil dann sind wir im Olympiastadion wieder. Wie viele Jahre später? Nur zwei. Zwei Jahre später. Genau. Usain Bolt, das Bild, womit du einen dritten Platz beim World Press-Foto gemacht hast. Hier ist es. Genau. Ist ja unglaublich. Ich glaube, ich habe noch nie über ein Foto so viel reden müssen und auch in Social Media so viel Stellung bezogen oder beziehen müssen, weil es fing ja damit an, dass ein Kollege von Getty das Bild ähnlich hatte. Und jemand aus glaube ich, von Sports Illustrated hatte mein Bild getweetet und hat den Credit aber Getty zugeschlagen. Und die haben die PR-Maschine gleich angeworfen. Ich habe dann irgendwann gesagt, also das ist aber mein Bild, haben das noch zweimal gegenverglichen. Man kann das erkennen, ein bisschen am Hintergrund. Ja. Und man kann es vor allen Dingen am Gesicht, also das Gesicht ist einfach bei unserem Bild schärfer. Das Grinsen. Ja. Das war auch zum Beispiel, was jemand aus der WordPress-Jury sagte. Wobei das jetzt nicht schlimm war, weil Cameron ja trotzdem auch in WordPress gewonnen hat mit dem fantastischen Tennisfoto von Australian Open. Genau. Und war natürlich eine ganz lustige Geschichte. Wir haben dann auch, glaube ich, gab es. Ja, für uns beide. Für ihn war es wahrscheinlich hart, oder? Du stehst jetzt nebeneinander, du sprichst. Erzähl einfach mal. Ich glaube, die Resonanz auf beide Bilder war fast gleich groß. Wobei es gab dann das Wall Street Internet Journal. Die Unschärfe nicht so gesehen. Das Wall Street Journal hat sogar eine Online. Konntest du klicken, welches Bild gefällt dir besser? Okay, ja. Reuters hatte, glaube ich, mit 53% zu 47 hatten wir gewonnen. Aber es ist also marginal. Und es ist witzig, was die Leute, der eine sagt dann, ja, aber da ist mir das Verschwommene vom Fuß oder vom Arm. Also Sachen, wo ich gesagt habe, da kommt es jetzt bei dem Bild nicht so wirklich drauf an. Mitzieher sind es beide, aber es kommt darauf an, dass ein Sprinter bei 100 Metern seinen Kopf um 90 Grad zur Seite neigt und über zwei Sekunden quasi lacht. Also aber das hat was zu dir gelacht? Erzähl uns jetzt. Es sieht so aus, aber natürlich guckt er nicht zu uns in die Kamera, der guckt zu die Grassy, dem Kanadier, zu dem er ja auch so ein bisschen ein freundschaftliches Konkurrenzverhältnis hat. Man sagt ja auch, das ist der neue Superstar, jetzt konnte er ja in London nicht laufen, weil er verletzt war. Muss man mal sehen. Die beiden haben ja irgendwie, oder trainieren wohl, oder haben zu dem Zeitpunkt auch zusammen trainiert und den hat er angeguckt und hat gesagt, du kannst noch so schnell laufen, wie du willst. Ich bin immer noch schneller als ihr alle. Es war ja auch im Halbfinale, es war ja nicht das Finale. Im Finale musste ich ja dann an der Ziellinie stehen. Ja, du fotografierst die Leichtathletik immer im Innenraum, ja, ne? Und der Kollege von Getty, ist der auch immer dabei? Nee, nein, Getty macht so, dass sie die Kollegen, die rotieren. Also die machen mal zwei Tage die, zwei Tage der. Wobei Cameron viel bei Olympia drin war. Australier, super Typ, guter Kollege. Wir haben zum Beispiel auch, gab es glaube ich so noch nie, bei WordPress in der Präsentation Getty und Reuters zusammen und haben das quasi zusammen gemacht. Haben das auch so ein bisschen wie Stettler und Waldorf aus der Muppets Show, so ein bisschen humoristisch. Wir hatten das vorher geplant, auch mit den Bildern, die wir gezeigt haben. Wir haben viele so Happy Snaps gezeigt, wie viele Fotografen da arbeiten. Dann gab es ein lustiges Bild von außen, als wir dieses Foto gemacht haben. Das ist natürlich lustig, hat der Murat Sezer, ein Reuters-Kollege aus Istanbul, hat das gemacht. Ganz witzig, also während wir da stehen und da stand noch ein Kollege von L'Equipe dabei und der hatte das Bild auch und der hat das eigentlich auch, das war auch von der Schärfe her, aber diese Kamera, die da immer mitfährt, die ist bei ihm so furchtbar im Hintergrund, dass das Bild kaputt ist. Es ist einfach kaputt. Sagt er, das war... Auch wieder dieser eine Meter anders zu stehen. Der stand an meiner rechten Schulter. Der stand keinen Meter weg, der stand wirklich neben mir. Und es war einfach dieser Moment, ja, dass die Kamera dann eben da war. Bei mir siehst du die Kamera nicht. Ich habe es vielleicht ein bisschen früher erwischt, eher ein bisschen später. Das ist ein Glücksmoment. Das ist auch deshalb ein Glücksmoment, weil eigentlich so ein Mitzieher ja nicht in mehreren Dimensionen geht. Der geht ja nur in einer Dimension, oben nach unten und rechts nach links. Ja, beim Skispringen vielleicht, weil die Bewegung sehr ruhig und gerichtet und auch nicht so schnell ist, kannst du nochmal was probieren. Aber in dem Moment, wo der den Kopf gedreht hat, habe ich gedacht, das war's. Das ist nochmal verwackelt in sich und das Bild ist hin. Dann habe ich es gesehen und dann habe ich aber auch tatsächlich als
als Sprachnachricht, als Bild, also als Voice Caption dem Editor gesagt, ich glaube, das ist der beste Pen, den ich je gemacht habe. Und zeigt Wolfgang, der lacht. Ich konnte das auf Deutsch machen, weil Wolfgang mein Editor war. Und Wolfgang hatte sofort auch das Potenzial von dem Bild gesehen. Und das ist ja auch ganz wichtig, wenn du so arbeitest, dass du einen guten Editor hast, auf den du dich verlassen kannst. Und der auch genau weiß, hier, da muss ich jetzt nochmal da ein Millimeterchen weg und justiere das noch ein bisschen, dann passt das. Mhm. Und dann hatte ich halt dieses Bild gemacht. Das gab, habe letztens irgendwo gehört, dass es so eine Statistik gibt, dass es online wohl eines der meist jemals gezeigten oder auch mit irgendwelchen lustigen Sachen versehenen Sportfotos der Geschichte ist. Und das finde ich ganz witzig, weil es ist ja erst ein Jahr alt. Also das wird ja noch ein paar Jahre immer mal wieder kommen. Es gibt ja so Bilder, die werden dann einfach immer wieder gezeigt zu bestimmten Ereignissen. Machst du im Halbfinale denn immer mit Zier? Ist das schon traditionell gewesen? Nö, eigentlich war es. Ich habe überlegt, ob ich mal eine was glaubst du denn, wie das Bild gewesen wäre ohne Metzia? Wäre wahrscheinlich ziemlich dirty gewesen im Hintergrund. Ja, ich glaube, das hätte gestört, weil die ja auch hinten dran das nicht so schön war. Die hatten das Stadion dann nicht wirklich fertig hergerichtet mit den Hintergrundpappen und so. Von daher wäre das nicht so toll gewesen. Ja. Und wenn er nach vorne geguckt hätte, dann wäre es ein klassischer Mizier gewesen, wie ich ihn in 50 anderen Rennen schon gemacht habe. Also kein schlechtes Bild, aber eben nichts Besonderes. Und die Verschlusszeit? Fünftel. Aber ich meine, die wäre auch ein bisschen kürzer gewesen als die von Cameron. Nee, ne? er hat mit einer Viertel fotografiert. Ja, genau, aber meinst du, ist das vielleicht dann der eine? Ja, ich glaube, der war bei mir ein bisschen schärfer. Ja. Das war der Grund. Ja. Er war zu riskant. Habt ihr vorher gesprochen über Verschlusszeit? Ja, wir hatten lustigerweise haben überlegt, wir kamen auch beide gleichzeitig auf die Idee und ich hatte eigentlich erst ein 40. und das Rennen wurde ja wegen Fehlstart nochmal zurückgeschossen. Und dann habe ich mir so angeguckt, was ich so mit dem 40. da, als sie die ersten 20 Meter gelaufen sind, weit weg schon mal probiert hatte, weil ich mache das so, dass ich dann zwei Schüsse mache und dann warte ich, bis sie auf meiner Linie sind und dann mache ich den eigentlichen Mitzieher. Und dann habe ich gedacht, 40. könnte ein bisschen knapp werden, weil die sind ja dann schnell. Und das solltest du vielleicht dann irgendwie doch nicht probieren. Und ich kenne viele Kollegen, die sagen, 80. oder 100. Da sage ich aber, nee, also dann ist ja kein Zier mehr. Eben. Also wenn, dann musst du es ja auch, das ist wie mit einem guten Feature, das solltest du eigentlich immer mit dem Sportler machen, der dann vielleicht auch eine Medaillenchance hat und nicht mit der Nummer 49 beim Skispringen. Ja, also das ist aber mein ganz persönlicher Anspruch. Also das klar, im Finale konntest du es nicht machen. Das heißt, Finale ging nicht. War klar, ich muss da probieren, dass es sich so ausgeht, dass das so passiert. Das weißt du vorher nicht. Wie gesagt, ich hatte auch die Angst, dass es nicht funktioniert hat, weil er den Kopf dreht. Und das ist ja gut. Und dann ging es nach Minuten oder nach Stunden oder wann brach dann da was los? Ein paar Stunden später. Also nachts und dann ging ein Interview nach dem anderen. Das hing dann noch, hörte gar nicht mehr auf mit WhatsApp-Nachrichten und auf Facebook. Und es hat sich dann unglaublich verselbstständigt. Das ging Cameron genauso. Ja. Also erstmal war ja mein Bild quasi, wurde so Getty gehypt. Das wurde dann aber richtig gestellt. Und das war auch überhaupt nicht dramatisch. Also ich bin jetzt da nicht so wirklich narzisstisch oder egozentrisch. Aber wenn mir so ein Hype um so ein Bild macht, dann finde ich, sollte man zumindest mal gucken, welches von wem ist. Und dann versuchen, da ein bisschen sorgfältig zu sein. Aber das hatte sich dann auch schnell gegeben. Das Bild war ja dann, wie man das heute so nennt, das ging ja dann viral und dann war es tatsächlich so, dass da hunderte Messages kamen und Anfragen, Interviewgeschichten und. Und in der Leichtathletik ist ja so, nach der Story mit Stoll in Moskau sind ja die deutschen Fernsehsender auch immer... Das können wir nicht auch noch Das ist erzählen, nicht schlimm, ne? Das ist nicht schlimm. Da warst du aber schon gewohnt, sozusagen Interviews zu geben. Ja, und die kennen mich dann natürlich auch, da sind wir wieder bei den Socken und dann sagt, ja, ach, der Kai wieder. Und das war natürlich lustig, das war cool. Ich bin da auch total entspannt und plaudere dann da auch drüber und... Ich freue mich ja immer, wenn Fotojournalismus, wenn unsere Bilder so eine Aufmerksamkeit über den Abdruck oder die Online-Klickstrecke hinaus haben. Das tut ja dem ganzen Metier gut. Genauso wie es Kollegen gibt, die jetzt in ganz anderen Bereichen zum Beispiel tolle Reportagen da auf den Philippinen gemacht haben. Und das ist wichtig, weil das ist das, was aus meiner Sicht unterstreicht, warum wir weiter guten Fotojournalismus brauchen. Ja, oder einfach auch mal Glück in so einer Sportsituation. Und das spielt da schon eine Rolle, dass ich da auch Glück hatte, keine Frage. Ja, aber Usain Bolt, sozusagen, du sagtest, du hattet ihr schon ja, mal zusammen... Ja, das ist richtig. Ein Freund von mir arbeitet bei seinem... Das ist aber nicht, das war nur der Kameramann auf dem Sekt. Genau, der hat Gott sei Dank, da hatte ich da nichts mit zu tun, der über den Haufen gerannt hat, schöner Horst.
Sorry, Horste, da draußen. Verzeiht's mir. Ein Freund von mir arbeitet bei seinem Schuhsponsor und da war angedacht, dass wir vielleicht irgendwie mal uns treffen und was machen und noch das Bild signieren, aber da ist ja dann eben privat was dazwischen gekommen in der letzten Nacht und er musste dann Brasilien schneller verlassen, als das vorher angedacht war und deshalb mussten wir das verschieben, aber es gibt da so eine Idee, ob man das vielleicht... Aber in London war jetzt nicht... Nee, in London, gut, in London waren jetzt auch die Situation, ich war dann bin unmittelbar auch quasi abends, nachdem er sich da verletzt hat in dem Staffelrennen. Ich war sonntags gar nicht mehr da, weil ich nach Hause fliegen wollte wegen der Einschulung von meiner Tochter und wollte dann da zu Hause sein für einen Montag. Die Idee ist, dass wir uns vielleicht in München bei einem großen Bierfest mal treffen, das er regelmäßig besucht und wo er Spaß hat. Und vielleicht gibt es auch die Gelegenheit, dass wir dann mit 2 Jahren Verspätung mal auf das Bild anstoßen. Das steht, oder ein Jahr Verspätung, das müssen wir mal gucken, wie das planbar ist. Da können es dann auch noch den einen oder anderen Like für geben bei Facebook. Mal gucken, ob wir dann da ein Selfie machen, Instagram wird da sicherlich, ist interessant, ich beobachte es gerade, das ist im Moment das, was eher so boomt oder gehypt wird. Ja. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Und diesmal mal wieder eine Bitte an dich, wenn dir der Podcast gefällt, bitte gib mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und einen Daumen hoch bei YouTube. Ich freue mich sehr darüber und ich sage bis zum nächsten Mal und freue mich schon, wenn du wieder dabei bist.